Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen Orakel am 2. Februar 2019. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Die erste Frage war, was denkt er? Und das schauen wir hier an. Er braucht Sicherheit, Stabilität und Struktur. Nicht nur im Taten, sondern auch in seinen Emotionen. Er will etwas in Ordnung bringen. Aber er ist momentan in einer Wartehaltung. Eine Nachricht wird kommen oder er wartet darauf, dass ihr mit ihm kontaktiert. Wie fühlt er sich? Das zeigt hier dieses Bild. Er möchte mehr zum Leichtigkeit kommen, aber er stoßt in seinen eigenen Grenzen. Das kann Einschränkungen sein, wie zum Beispiel, dass jemand mischt sich ein in sein Leben und er kann nicht so handeln, wie er das möchte. Oder er hat Angst oder Zweifel, das sind auch Einschränkungen. Aber auf jeden Fall ist mal eine Verbesserung. Was vermittelt er? Das zeigt hier dieses Bild. Die Zweisamkeit wird kommen. Dieser Kreuz symbolisiert die Schicksalswegen und bedeutet, Schicksalswegen kreuzen sie sich. Und es wird auch so kommen, das bedeutet mit anderen Worten, ihr habt wieder die Kontakt. Das Schwert symbolisiert Trennen von Angst, so wie Erzengel Michael mit seinem Lichtschwert trennt die Angst. Die vierte Karte ist eine zusätzliche Botschaft und das bedeutet ein bisschen Geduld. Und das war mein heutigen 3-Fragezeichen-Orakel, eine allgemeine Legung. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, diese Legung auch buchen, dann ist es maßgeschnitten und passt genau auf eure Situation. Entweder als Videoberatung oder als WhatsApp-Beratung ist auch möglich. Dann kann ich das abfotografieren, ihr habt das Bild und bekommt ihr dazu eine Sprachnachricht. Meine Nummer befindet sich unten in Infobox. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt. Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.